Radio FM. Bundestagswahl. Frau Beer, herzlich willkommen im Hessischen Rundfunk. Herzlichen Dank. Ich habe gelesen, dass die FDP ja sich durchaus für einen schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk einsetzt, aber trotzdem haben wir gerade so bei uns im Restaurant noch einen Platz bekommen. Es war schwer, aber... Sehe ich schon, völlig überfüllt. Ja. Wie oft kann man überhaupt noch essen jetzt im Wahlkampf? Sie. Zwischendurch. Ich versuche vor allem zu frühstücken, was aber auch nicht immer klappt. Und ich habe ein ganz tolles Team, das gelegentlich mal einen Salat von unterwegs mitbringt oder sowas. Okay. Man muss schon teilweise dran denken. Ich merke es meistens, wenn ich abends spät nach Hause komme, das ist kein idealer Zeitpunkt. Nee. Das geht direkt auf die Hüfte. Ja, das stimmt, nicht zu spät essen. Kommen Sie überhaupt kurz zum Essen zu Hause mit der Familie? Sie haben zwei Söhne, die sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Naja, also so die klassischen Familienessen wie früher nicht mehr. Also das ist in den letzten ein, zwei Jahren schon schwieriger geworden, gerade auch durch die Doppelbelastung. Landtagsabgeordnete hier in Hessen, Generalsekretärin im Bund und bundesweit ja und zusätzlich in Berlin unterwegs. Aber jetzt in den heißen Wahlkampfzeiten schwierig. Und dann muss man auch sagen, dass meine Söhne natürlich jetzt mit ihren 18 aus der Schule raus auch ihren eigenen Ablauf haben. Die warten nicht auf Mama mit dem Essen. Manchmal ruft einer an und sagt, sag mal, ich würde mir jetzt was kochen, wann kommst denn du, isst du mit oder soll ich was aufheben? Das finde ich total klasse. Also da fangen dann Jungs in dem Alter auch manchmal an, nützlich zu sein. Sehr gut. Mal angenommen, es wäre hier, es ist schwer vorzustellen, aber angenommen, es wäre hier proppevoll. Ja. Es gibt nur noch einen freien Platz und zwar am Tisch von linken Frau Sarah Wagenknecht. Hätten Sie sich hingesetzt? Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind spannende Diskussionen, auch wenn oder vielleicht sogar gerade, weil wir sehr unterschiedlich sind, glaube ich, in unseren politischen Einschätzungen. Was hätten Sie ihr denn gesagt? Dass meines Erachtens die Vorstellung, dass alles in großen Kollektiven organisiert sein muss, völlig falsch ist. Ich möchte Menschen stark machen, möchte Menschen vor allem dazu ermutigen und auch im Hinblick auf all die Verkrustungen und Regulierungen quasi entfesseln, ihre eigenen Potenziale zu nutzen. Weil ich glaube, dass das nicht nur dem Einzelnen was bringt, sondern dass es insgesamt für uns Gesellschaft viel besser ist, dass jeder wirklich aus seinen Stärken was heraus machen kann. Und dementsprechend habe ich eine sehr natürliche Abneigung gegen Mainstream, gegen große Gruppen, Kollektive, wo alle das Gleiche machen. Ich wollte gerade sagen, die Linke als Mainstream zu bezeichnen bei den aktuellen Umfragewerten. Aber gut, kommen wir, wobei gerade Frau Wagenknecht hätte ich ja in Berlin auch interviewen müssen und zum Mittagessen treffen müssen, wie alle anderen Politiker, die ich getroffen habe. Tut es weh, dass wir uns noch in Frankfurt treffen können und die anderen schon Wenn Sie Wert drauf gelegt hätten, ich bin jede Woche auch in Berlin, klar, als Bundesgeneralsekretärin. Aber für mich ist natürlich schon mein Wahlkreis, meine Heimatverbundenheit hier mit Frankfurt, mit Hessen, immer wieder die Basis auch für das politische Tun. Und ich glaube, dass sich das für die Freien Demokraten ausgezahlt hat, dass wir aus den Kommunen, aus den Ländern heraus aufgebaut haben. Ich finde das ein oder andere, was in Berlin passiert, relativ abgehoben. Gut, aber Sie tun natürlich, das Essen kann gerne kommen, Sie tun natürlich viel jetzt mit dem Wahlkampf auch dafür, dass mehr FDP-Leute in Berlin auch arbeiten. Dann rede ich gerne über Politik mit Ihnen, wenn das Essen da ist. Dankeschön. Es war bisher immer schwer zu essen und zu reden, aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Das funktioniert. Wenn Sie viel reden, kann ich mehr essen. Oder ich hoffe, es ist andersrum. Reden wir über Jobs, weil wir haben festgestellt, dass das für junge Hessen sehr wichtig ist, einen Job zu haben und dass der Job sicher ist. Wenn ich mir Ihr Wahlprogramm angucke, sehe ich da wenig von, fast schon so ein bisschen das Gegenteil von, weil da ist immer die Rede von Flexibilisierung. Sie wollen die Zeitarbeit und die Befristung ausdrücklich nicht weiter einschränken. Alle anderen Parteien wollen das fast. Warum wollen Sie das nicht weiter einschränken? Weil das ein unheimlich guter Einstieg für ganz, ganz viele ist. Vielleicht nicht die jungen Leute, die Sie jetzt erstmal angesprochen haben, weil die in der Regel eine Ausbildung haben werden, Schulabschluss, Ausbildung, vielleicht sogar Studium. Aber es ist ein Einstieg für unheimlich viele, die aus unserem Bildungssystem ohne einen Abschluss rausgekommen sind, die Möglichkeit haben, sich da zu bewähren. Und über 50% werden relativ zügig in einen unbefristeten Arbeitsvertrag übernommen. Nur was wir letztendlich sicherstellen wollen, ist, dass sich in dieser verändernden Welt, und schauen Sie sich an, was die Digitalisierung alles nicht nur mit unserem Privatleben, sondern auch mit unserer Arbeitswelt gemacht haben, dass sich eben auch neue Geschäftsmodelle, neue Ideen durchsetzen können, dass die nicht durch die viele Bürokratie, die wir haben,
abgeblockt werden. Und das sind ganz tolle neue Jobs für junge Leute. Bevor wir über die Digitalisierung sprechen, Sie hatten gerade irgendwie das Beispiel von den Leuten, die vielleicht keine Ausbildung hatten. Da wird auch ein Drittel, die zum Beispiel Leiharbeit machen, immer weiter verliehen. Die da natürlich auch nicht so groß die Chance haben, sich vielleicht in der Arbeit, die sie dort leisten, weil es oft nur mal in Anführungszeichen einfache Arbeitskräfte, wo man sich als Unternehmen nicht so viel Sorgen machen muss um deren Zukunft, dass die natürlich schwer haben, sich so gut darzustellen in dieser Leiharbeit, dann auch wirklich weiter dort zu arbeiten. Ja, das sind ja nicht immer kurzfristigste Geschichten und sie haben ja gleichzeitig eine feste Anstellung bei dem Unternehmen, das verleiht. So, und da gibt es ja auch Tarifverträge und anderes, das heißt, da ist eine Absicherung da und gleichzeitig die Chance, eben in ein weiteres Unternehmen rüber zu springen, in der Bewährungsphase dort. Und wir müssen sehen, dass es einen immer größeren Trend zu projektorientiertem Arbeiten gibt. Es sind manche Unternehmen noch nicht darauf eingestellt, aber es gibt immer mehr, die eben für einen überschaubaren Zeitraum bestimmte Teams auch anheuern. So, und da wird es auch zu einer Mischung kommen. Da wird es auch im Hinblick auf zum Beispiel Selbstständigkeit zu neuen Möglichkeiten kommen. Aber auch in den Branchen, wenn Sie Digitalisierung sagen, wo sowas vielleicht Tatsache ist, Projektarbeit, also was vielleicht Menschen in Handwerksbetrieben nicht so sehr kennen, diese Projektarbeit. Aber, richtig, aber da gibt es auch keine Leiharbeit im Handwerksbetrieb. Aber da, wo Projektarbeit vielleicht dann Sache ist, ich meine, das ist ja jetzt schon ein Problem von vielen Freunden von mir, die immer wieder in Projekten arbeiten, dass sie natürlich nicht diese Planungssicherheit haben, was ist mit mir in 3-4 Jahren? Was ist, wenn ich Kinder haben möchte? Kann ich mir das leisten? Habe ich dann noch einen Job, auf den ich mich verlassen kann? Hat man bei dieser Projektarbeit natürlich nicht. Ja, es kommt jetzt darauf an. Wie gesagt, es gibt ja auch für diejenigen, die in Leiharbeit sind, eine Absicherung dadurch, dass sie ein Unternehmen haben, wo sie angestellt sind und das dann weiterverleiht und gleichzeitig die Chance dann eben den Sprung zu schaffen. Aber bleiben wir bei den befristeten Stellen, da gibt es das nun mal nicht. Und das ist aber, ich sag mal, die Anzahl der Befristungen hintereinander, wenn sie nicht ein ursprüngliches Anstellungsunternehmen haben, die ist ja begrenzt. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir letztendlich gut daran tun, unser Arbeitsrecht darauf einzustellen, dass es mehr Wechsel geben wird. Ich halte das auch für eine Chance. Ich versuche das meinen Jungs immer zu vermitteln, die jetzt gerade aus der Schule raus sind. Früher war es ja so, hast du dich falsch entschieden, musstest auf Teufel komm raus dran festhalten, weil es im Lebenslauf nicht gut aussah. Das stimmt, aber heute muss ich dann jede Chance ständig nutzen können. Vielleicht gibt es die Leute, die nicht jedes Mal die Chance richtig gut nehmen können. Ja, aber jetzt trotzdem, ich glaube, wir müssen letztendlich gerade jungen Menschen die Angst nehmen, dass sie sich falsch entscheiden. Darum geht es ja gar nicht. Ganz viele, wir müssen uns ja ständig neu entscheiden. Darum geht, aber manchmal würden wir uns gerne länger entscheiden. Ich kenne sehr viele, die würden sich auch gerne länger entscheiden, nicht für ihr Leben, aber für 5 Jahre, für 10 Jahre. Und das gibt es kaum noch. Und dazu sagen, wir möchten das nicht weiter so befristen, werden viele sagen, schade. Aber jetzt reden wir über ganz, ganz andere Verhältnisse, weil eben haben Sie von Leiharbeit gesprochen. Genau, aber dann sind wir ja. Und dann haben Sie von eben also von Arbeitnehmerüberlassung gesprochen. Und das sind ja jetzt andere Fragen. Und man kann auch fest angestellt in Projektarbeit arbeiten. Das heißt, dass sich letztendlich auch trotz der Festanstellung der Arbeitsplatz verändert, weil eben Unternehmen nicht mehr diese klassische Ablaufplanung haben. Nur weil Projektarbeit sondern auch das Argument. Für Kunden eben auch andere Leistungen erbringen an der Stelle. Wofür wir meines Erachtens junge Menschen einfach stark und fit machen müssen, auch im Hinblick darauf, Angst zu nehmen, ist, dass diese Veränderungen gleichbedeutend sind mit Gefahr, sondern sie geben eben die Möglichkeit von zusätzlichen Entwicklungen, sie geben die Möglichkeit von neuen Perspektiven. Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, wenn Gefahr nach 2 Jahren, also wenn ich einen befristeten Vertrag habe für 2 Jahre, dann kenne ich das aus Gesprächen mit meinen Freunden, dass sie sagen, ja klar, kann ich das annehmen, mache ich vielleicht auch, aber was ist dann in 2 Jahren? Und diese Entscheidung immer wieder neu treffen zu müssen, was ist dann in 2 Jahren? Und zwar seit ich zum Beispiel aus der Schule gekommen bin, müssen Menschen in meinem Freundeskreis diese Entscheidung immer wieder treffen. Das macht nicht immer Spaß. Natürlich kann man von Chancen sprechen, natürlich kann man davon sprechen, dass die Wirtschaft damit auch irgendwie besser sich auf die aktuellen Zustände einschießen kann. Aber das Individuum, das sie so stark machen möchten, kann dabei eben auch untergehen, wenn man nicht die richtigen Chancen hat. Ja, kann, aber deswegen müssen wir dafür sorgen, dass man erstens die richtigen Chancen hat und zweitens immer wieder auch neue Qualifizierungen draufsetzen kann. Und ich finde es für junge Menschen eben an für sich als eine große Möglichkeit, auch verschiedene Berufe, verschiedene Branchen
ausprobieren zu können, ohne dadurch abgestempelt zu sein. So wie das, als ich jung war, noch der Fall war, wo es eben gedroht hat nach dem Motto, boah, der ist unstet, das ist nicht in Ordnung. Ich sehe in meinem Umfeld sehr viele junge Menschen, die verschiedene Erfahrungen damit sammeln und gleichzeitig auch nicht abgestempelt sind, wenn sie mal für 2-3 Jahre sich in eine Richtung bewegt haben, wo sie nachher sagen, okay. Das war es jetzt wirklich nicht. Die FDP-Sicht der Dinge ist eine sehr positive, dass Menschen das alle schaffen. Wir reden noch mal kurz über Steuern. Da habe ich was gesehen. Die unnötigen gesetzlichen Vorschriften zur Überlassungsdauer und zur Entlohnung führen zu Unsicherheit und Aufwand, heißt es im Wahlprogramm bei Ihnen. Das klingt so ein bisschen, als ob Sie nicht zwingend großer Fan vom Mindestlohn sind. Ja, wir sind nicht Fan von den überbordenden Dokumentationsverpflichtungen. Und wenn Sie sich das wirklich mal anschauen, gerade in kleinen Betrieben, in Handwerksbetrieben, insbesondere in der Gastronomie, in der Hotellerie, dann haben Sie durch die Dokumentationsverpflichtungen einen unfassbaren Aufwand, der eher dazu führt, dass Sie darüber nachdenken, ob Sie noch jemanden zusätzlich in dem Bereich einstellen. Angenommen, das könnte man verschlanken. Oder ob Sie zum Beispiel auch Gäste aufnehmen. Also es geht uns darum, die Umstände, unter denen diese Jobs existieren, einfach händelbarer zu machen, weniger Büro. Okay, das ist die Ausführung. Würden Sie trotzdem am Mindestlohn festhalten und vielleicht ihn auch, wie andere Parteien auch davon reden, erhöhen? Also das Thema ist durch. Meines Erachtens müssen wir jetzt nur darauf aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass der Mindestlohn politisch festgelegt wird. Es war ja die Rede, dass das eben am Markt geschehen soll. Es ist extra eine Kommission dafür gebildet worden. Jetzt erleben wir genau das, was wir befürchtet haben. Vor der Bundestagswahl wird der Wettbewerb ausgerufen, wer bietet mehr. Und das wird nachher nicht zu mehr Jobs führen, sondern es wird zu weniger Jobs führen. Höre ich, also ist es ein Ja oder ein Nein zum Mindestlohn? Nein, das Thema ist für uns durch. Gut. So, die Sache, wir hätten es lieber zwischen den Tarifparteien organisiert. Wir glauben, dass das eigentlich ein klassischer Job ist, zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, sowas auszuverhandeln. Letztendlich sind die Gewerkschaften geschwächt worden, dadurch, dass die Politik sich oben drauf gesetzt hat und das vorgibt. Jetzt will man das über diese Kommission quasi nachholen, auch die Möglichkeiten der Gewerkschaften. Nur wir sehen ja jetzt, dass Parteien sich schon überbieten im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf. Aber ich glaube, da sind junge Menschen relativ auch realistisch. Vor der Bundestagswahl werden dann immer ganz große Schecks ausgestellt. Die Frage ist, wer die nachher zahlt. Wir müssen leider zum nächsten Thema aufgrund der Zeit. Ja, aber ich werde immer sehr kritisch, wenn es nachher junge Menschen zahlen sollen, diese Schecks. Die Gewerkschaften wollten übrigens auch selbst den Mindestlohn. Aber wir können leider nicht. Das ist mir schon bekannt. Wir können nicht alles leider bis zum Ende ausdiskutieren. Ich wollte Ihnen, bevor wir zum nächsten großen Thema kommen, noch was schenken. Das mal mit jedem. Oh. Eine Zeitmaschine. Man kann zurückreisen. Ach nee, lieber nach vorne. Ja, aber manchmal kann man auch zurückreisen, um zu gucken, würde man was anders machen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wir könnten zurückreisen ins Jahr 2013. Schwarz-Gelb ist abgewählt gewesen in Hessen. Mhm. Und quasi kurz vor knapp, sage ich mal, haben Sie und Ihr Kollege aus der FDP, der damals im Wirtschaftsministerium saß, Florian Rentsch, unter anderem Sprecher und Büroleiter, verbeamtet, in Posten gehoben, wo es ein bisschen mehr Geld gab. Da gab es Kritik, unter anderem vom Steuerzahlerbund. Bereuen Sie das im Nachhinein? Oder? Nein, das war eine Regelbeförderung, die angestanden hat. Ich hatte den einzigen Büroleiter, Leiter Ministerbüro mit einer A14, dann A15. Alle anderen waren in der B-Besoldung. Ich meine sogar, er war der Beste in der Landesregierung, aber das ist natürlich Geschmackssache. Also von daher ist das ein junger Mann, der ganz normal in der Regelzeit befördert ist. Das ist letztendlich an den Punkt gekommen, ihn an der Stelle das dann ausbaden zu lassen, hätte ich nicht für richtig gehalten. Verstehen Sie, dass es natürlich imagemäßig blöd ist, sowas darzustellen, wenn es quasi kurz vor knapp kommt, wo die Leute dann hätten mit Ihnen gehen müssen? Nee, die hätte nicht gehen müssen. Mein Nachfolger hat ihn behalten als Büroleiter, er ist jetzt Referatsleiter. Also von daher jemand, auf den die Landesregierung nach wie vor zählt, der da eine gute Arbeit macht. Und ich finde es eher schade, dass solche Menschen dann auch durchaus in ihrem privaten Umfeld über solche Skandalisierungen in etwas reingezogen werden. Das macht den Job in der Politik nicht attraktiver, auch für das Umfeld von Politikern. Und das ist letztendlich, glaube ich, etwas, wo wir selber uns schaden an der Stelle, weil wir ja merken, dass es notwendig ist, sich da zu engagieren. Wobei, wenn der Steuerzahlerbund, ich zitiere da noch, vom Straftatbestand der Untreue spricht, der zu prüfen sei. Ja? Aber wenn was dran gewesen wäre, wäre irgendein Staatsanwalt drauf gekommen. Also Sie würden noch mal so handeln? Weil die Menschen der junge Mann stand an und warum hätte ich ihm das verwehren sollen? Okay.
Ein zweites Thema, was für mich wichtig ist, gerade in diesem Wahlkampf, ist das Zusammenleben in Deutschland. Mhm. Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein Auseinanderbrechen in Grundfragen des Zusammenlebens. Ich habe bei Ihnen im Programm auch was Ähnliches gefunden. Sie sagen, wenn, da möchte ich auch ablesen, nicht, dass ich was falsch sage, wenn Populisten und Nationalisten gegen Europa und die EU wettern, sie sagen sogar sturmreif schießen, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Stärken der Europäischen Union zu unterstreichen, mhm. aber auch die Schwächen abzuschaffen. Mhm. Ich frage mich da nur, ist die EU da das Wichtigste und das Einzigste, was man angehen kann, wenn in Zeiten von Lügenpresse, von Verschwörungstheorien für diese Menschen, über die wir sprechen, wahrscheinlich das politische System insgesamt das Problem ist? Also ich glaube, dass nachher so richtige Demokratiegegner in einer ganz kleinen Zahl nur dabei sind, sondern sind sicherlich eine ganze Reihe von Menschen, die von Demokratie enttäuscht sind. Weil sie häufig die Politik für sehr weit weg halten, einen Eindruck haben, dass man vielleicht nicht nah genug dran ist, nicht oft genug miteinander spricht. Dass sich das dann nicht dahingehend orientiert, einfach selbst mitzumachen, einzusteigen, auch seine Vorstellungen zu äußern in diesem politischen System auf demokratische Art und Weise, ist ein bisschen schade, weil es in Wut umschlägt. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir angehen. Wut ist noch nie ein guter Berater gewesen, ähnlich wie Angst. Und mir macht Sorge, dass es von politischen Parteien aufgegriffen wird, am linken wie am rechten Rand, die mit Angst als Geschäftsmodell Politik machen. Also was, die was kann die FDP dagegen machen? So, und wir wollen Mut machen. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig, aufzuzeigen, dass man selbst an solchen Situationen auch was ändern kann. Und wenn Sie sich das anschauen, dann haben wir ja gerade durch sehr viele Wahlen, die einem schon Sorgen machen kann, Trump in den USA, die Auseinandersetzung mit Le Pen, wo sich Gott sei Dank Macron in Frankreich durchgesetzt hat, auch die Frage des Brexit und wie wird unsere Europäische Union später aussetzen, hat viele Menschen wieder repolitisiert. Also wir erleben zurzeit einen unglaublichen Zustrom. Aber Sie haben dadurch nicht an politische Systeme nicht unbedingt wieder Glauben gefunden, weil Sie bisher nicht attackieren. Also ich erlebe Menschen, die eben sagen, Mensch, auch wir haben uns rausgenommen, ja, also auch wir haben uns nicht gekümmert. Uns wäre es vielleicht genauso gegangen, denken Sie an die vielen jungen Menschen, die in Großbritannien nicht mit abgestimmt haben und nachher aufgewacht sind und haben gesagt, hups, die Alten haben uns rausgestimmt aus der Europäischen Union, das wollten wir gar nicht. Aber darf ich was aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben? Das sind viele, die jetzt sagen, ja klar, auch ich habe mich bis dato nicht engagiert, jetzt mache ich mit. Und ob das nun die Frage ist, ich gehe zur Wahl oder ob ich sogar so weit gehe, zu sagen, ich engagiere mich in einer politischen Partei. Ich kann nur sagen, ich erlebe sehr, sehr viele hochinteressierte, bis hin auch zu sehr engagierten jungen Menschen, die sagen, es geht um meine Zukunft und da möchte ich mitreden. Die sind aber noch an was Positivem interessiert, an der Veränderung. Und ich glaube, die Leute, über die wir gesprochen haben, die sind da fast schon so ein bisschen außen vor. Und ich habe mich gerade gefragt, weil Sie gesagt haben, den Einzelnen stark machen, ob das nicht manchmal das Problem ist, wenn wir von Individualisierung sprechen, wenn die FDP zum Beispiel sagt, man muss sich selbst um Altersvorsorge kümmern, man muss Geld zurücklegen für die Ausbildung der Kinder, dass es keinen festen Renteneintrittsalter gibt. Alles Aufgaben, die wir in Deutschland zumindest mit dem Staat verbinden und sagen, okay, das ist mehr eure Aufgabe, ist vielleicht nicht das Problem, dass diese Menschen, über die wir sprechen, die so ein bisschen außen vor sind, das Gefühl haben, der Staat kümmert sich nicht gut genug um Sie? Also Sie haben das Gefühl, dass das, was da hinten noch bei rauskommt, für Sie nicht ausreichend ist, weil Sie aber auf der anderen Seite eben auch keine Möglichkeit haben, sich selbst zu kümmern. Wir haben momentan eine Steuer- und Abgabenbelastung quer durch die Bevölkerung, die noch nie so hoch war wie dieses Jahr. Das bedeutet schlicht an der Stelle, wo staatlicherseits Vorsorge nicht mehr ausreichend getroffen wird, ich aber privat nicht mehr genug in der Tasche habe, um selber reagieren zu können, und zwar vor allem in der Art und Weise, wie ich es gerne möchte und nicht, wie es staatlich vorgegeben wird, dann passen diese beiden Seiten nicht mehr zusammen. Genau das wollen wir ändern. Deswegen sagen wir, wir müssen Bürgerinnen und Bürger entlasten, und zwar nicht nur bei der Steuer, sondern auch bei den Abgaben und sonstigen Sachen. Schauen Sie sich an, wie Energiepreise gestiegen sind, wie schwierig es geworden ist, Eigentum zu erwerben, alleine weil die Grunderwerbsteuer extrem angestiegen ist. So, und das sind alles Punkte, die mich sicherer machen im Leben, weil sie mich auch von politischen Schwankungen unabhängig machen. Wenn ich eine kleine Eigentumswohnung habe oder ein Häuschen für die Familie, dann habe ich auch im Alter vorgesorgt, weil dann werde ich da nicht Miete zahlen müssen. Und dann weiß ich auch, meine Kinder für einen Notfall abgesichert. So, und das macht mich stark, wenn ich Eigentümer bin. Das heißt, wenn wir wollen die Leute so stark machen, dass sie unabhängig vom Staat sind, dann haben sie auch weniger Probleme mit dem Staat? Es geht nicht darum, dass sie völlig unabhängig sind. Wir brauchen den Staat als jemand, der einen Rahmen setzt, mit fairen Spielregeln.
die Spielregeln auch überwacht und auf Einhaltung dringt. Der ganze Bereich Sicherheit zum Beispiel, Polizei und Justiz, ist klar eine staatliche Aufgabe. Aber wir brauchen einen schlanken Staat. Aber innerhalb des staatlichen Rahmens, den würde ich eben weiterspannen, da sollen mehr individuelle Wege möglich sein. Und das bedeutet nicht, dass es nicht eine Absicherung gibt, aber das bedeutet für alle die, die sich mehr vorstellen als das, was staatliche Absicherung ist, dass überhaupt noch was da ist, mit dem ich mir das aufbauen kann. Ja, da sehen wir die Welt, glaube ich, sehr unterschiedlich, weil ich fürchte, nicht alle sind so stark, dass das immer mitzumachen. Aber das können wir über Bildung eben erreichen. Genau deswegen wollen wir viel mehr in Bildung investieren, und zwar von kleinsten Kinderbeinen bis ins hohe Alter. Dann lassen wir das so stehen, und ich würde Ihnen noch was schenken. Die FDP sitzt morgen im Bundestag. Morgen schon, Mehrheit. Ja, also ich würde auch am liebsten Sonntag wählen. Absolute Mehrheit, Sie können eine Forderung der FDP durchboxen. Ich glaube, es ist für Sie eine einfache Entscheidung. Ich gebe Ihnen zwei zur Wahl. Einmal Cannabis legalisieren oder Steuern runter. Ich habe eine Ahnung, was Sie sagen werden. Na, ich würde mich mehr in Bildung investieren entscheiden. Aber Sie müssen sich zwischen den beiden Sachen entscheiden. Ich muss mich zwischen den beiden Sachen entscheiden. Na, dann würde ich mich dafür entscheiden, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, um darüber zu entscheiden, wofür sie es ausgeben wollen. Steuern senken. Genau. Wir haben gar nicht so viel gegessen, aber es ist ein Bundestagsmahl, und zum Nachtisch gehört was Süßes. Das Süße ist in unserem Fall, da muss ich mein iPad ein bisschen lauter machen, in unserem Fall meine Nachbarin Rosa. Rosa ist 8 Jahre alt, ist wirklich süß, und die hat eine Frage an Sie. Gerne. Ganz ehrlich, Frau Bea, nur weil ihr jetzt mal einen coolen Chef habt, der in einem Werbespot ein Unterhemd anhat, seid ihr doch immer noch nur eine Zahnarztpartei, die Politik für die Wirtschaftsbosse macht. Mit denselben Leuten und mit denselben Inhalten, oder? Die Frage von Rosa, ganz selbst gestellt, hat keiner vorgeschrieben natürlich. Sehr intelligentes Mädchen, sich eine solch komplizierte Fragestellung in dem Alter schon zu behalten. Das hat mit der Frage der Coolness des Personals nichts zu tun. Es geht um die Frage, auf was kommt es an? Kommt es darauf an, dass ich große Kollektive habe, oder kommt es darauf an, dass das einzelne Individuum mutig, stark genug ist, aus sich und seinen Möglichkeiten heraus was zu machen? Und das ist vielleicht das Entscheidende, aber auch immer verantwortungsvoll einsetzt für die Gesellschaft. Also für uns ist der Mensch nicht der Wolf des Menschen, der alles nur egoistisch macht, sondern es ist jemand, der seine Chancen und Möglichkeiten auch nutzt für seine Familie, für sein Freundesumfeld oder auch eben in sozialem Engagement. Und von daher geht es nicht um Zahnärzte, es geht nicht um die Freunde der Bosse, sondern es geht darum, dass jeder Einzelne seinen Weg gehen kann. Und gerade für die kleine Rosa ganz viele Möglichkeiten, ihr über das, was sie in der Schule, was sie später in der Ausbildung lernen wird, dass sie dann nachher ihre Träume auch leben kann. Aber was bei Rosa schon drinsteckt, ist... eigentlich ist es doch die alte FDP, oder? Die jetzt nicht in den Bundestag reingekommen ist. Das ähnliche Personal, Christian Lindner war vor ein paar Jahren dabei, Sie waren dabei, Kubicki war dabei. Die Forderungen waren ähnlich, Steuern runter, schlankerer Staat, das Individuum stärken. Was ist letztendlich neu an der FDP jetzt, außer das Logo? Schauen Sie, also zum einen ist das Thema Bildung sehr stark dazugekommen, die Digitalisierung. Wir haben aber nicht alles weggeworfen, was wir in den letzten Jahrzehnten auch sinnvollerweise immer wieder in dieses politische System eingebracht haben. Und das ist eben die Kraft, die Möglichkeiten des Individuums, Innovation, Fortschritt, Reformen, daraus Chancen zu ergreifen. Und da geht es uns nicht darum, Freunde der Boss oder der Zahnärzte zu sein. Nicht deswegen, lassen Sie mich den einen Satz noch beenden. Okay, deswegen, aber dann den Einsatz, weil es ist relativ eben, wir drehen uns oft im Kreis und das sind die ähnlichen Aussagen. Nicht deswegen, weil wir in irgendeiner Weise nicht Respekt hätten für Leute, die es schon geschafft haben. Aber unser Herzblut, das gilt den Leuten, die es noch schaffen wollen. Und diesen sozialen Aufstieg, den wollen wir wieder Realität werden lassen. Aber es steht auch in Ihrem Wahlprogramm, Sie haben gelernt, Sie haben die Verantwortung übernommen für das, was passiert ist. Was haben Sie dann gelernt? Haben Sie Aussagen weggeworfen? Was haben Sie außer Bildung neu hinzugenommen? Was ist wirklich neu? Wir sind zurückgegangen an unsere Wurzeln, und deswegen gehört Bildung zu einem ganz großen Teil dazu. Wir glauben, dass man wesentlich stärker wieder auf die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft setzen muss, und zwar in beiden Teilen. Soziale Verantwortung plus Markt und eben nicht politisch-ideologische Entscheidungen des Staates, wie wir sie momentan allen Ecken und Enden
erleben, vom Elektroauto bis hin zur Energiepolitik. Und wir glauben fest daran, dass man den Rechtsstaat wieder durchsetzungsfähiger machen muss. Und das ist in dieser Kombination Rechtsstaat, Marktwirtschaft und Bildung als Grundlage, glaube ich, etwas, was sich bei den anderen Parteien so nicht ergibt. Aber auch hat sich, also es hört sich nach der FDP an, die wir auch von früher kennen. Von daher bleibe ich nochmal bei der Frage von eben. Mhm. Welche Fehler haben Sie gemacht und wie haben Sie sie behoben? Die Fehler haben wir vor allem 2009 gemacht bei dem Koalitionsvertrag der CDU. Der war schlecht verhandelt. Da sind nicht genug unserer Ideen durchsetzungsfähig gewesen und dementsprechend mussten wir ständig Kompromisse eingehen, die mit unseren Inhalten nicht mehr verknüpfbar waren und vereinbar waren. Und diesmal und genau ist die FDP, wenn sie genau wenn das sie den gewinnt, Fehler machen wir nicht mehr. In der Verhandlung. Das, aber das haben Sie ja jetzt in der Vergangenheit bei den Landtagswahlen schon gesehen. Wir haben in Baden-Württemberg abgelehnt, in eine Koalition zu gehen, in der wir unsere Inhalte nicht durchgesetzt haben, nicht durchsetzen konnten. Und wir sind jetzt in drei anderen Bundesländern ganz unterschiedlichen Konstellationen mit dabei, weil es dort gelungen ist, eine klare freidemokratische Handschrift im Koalitionsvertrag zu haben. Eben mehr Investitionen in Bildung, mehr Investitionen in Infrastruktur, digitaler Fortschritt nutzen, Zukunft schaffen an der Stelle, ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen in einem Deutschland, das sehr träge geworden ist. Das heißt, Sie können dem Wähler sagen, dass Sie härter für die FDP-Inhalte verhandeln werden, falls die FDP mitspielt. Uns geht es um Inhalte, uns geht es um Positionen und nicht um Posten. Und das ist ja zum Beispiel auch mit der Grund, dass Sie auf unseren Wahlplakaten Inhalte sehen, während andere Schwarz-Rot-Gold und vorne der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin plakatieren. Naja, aber auch auf Ihrer Wahlkampagne sieht man Herr Lindner sehr prominent und eigentlich auch nur Herr Lindner neben den Inhalten. Sehen Sie Frau Beer, sehen Sie Herrn Kubicki, sehen Sie die ganzen anderen Spitzenkandidaten? Also ich habe bisher nur Herrn Lindner gesehen tatsächlich. Weil die Plakate noch nicht draußen stehen dürfen. aber wenn ich mir die Spots angucke im Netz, sehe ich auch nur Herrn Lindner. Und da dreht sich auch zum Beispiel alles um Herrn Lindner und gar nicht so sehr um den Wähler. Also Herr Lindner ist schon sehr im Vordergrund. Das können Sie in den anderen Parteien nicht. Das ist in den anderen Parteien mit Frau Merkel oder Herr Schulz zum Beispiel genau dasselbe. Wir haben Weil Sie gerade Team, gesagt haben, glauben, Sie haben Inhalte glauben, auf den Plakaten ja, im Vergleich aber, zu den anderen. Aber eben, schauen Sie sich doch die Größe der Inhalte an. Also wir haben eben ganze Textseiten, wir haben ein Wahlkampfplakat, auf dem das gesamte Wahlprogramm abgedruckt ist, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, und zwar über Inhalte. Natürlich gehört auch das Personal, die Frage der Vertrauenswürdigkeit des Personals mit dazu. Aber ich glaube, dass da kein Wähler, keine Wählerin der Meinung ist, dass eine Partei nur aus dem Spitzenkandidaten besteht. Da gehört immer ein gutes Team dazu und ich bin sehr froh, dass es nicht nur ein Team im Bundespräsidium, im Bundesvorstand ist, sondern dass wir vor allem in den Landesverbänden sehr, sehr stark sind. Und das sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die Menschen vor Ort in ihren Heimatstädten auch kennen, jederzeit ansprechen können, auf Herz und Nieren testen. Wenn Sie so sehr am politischen System interessiert sind, dass Sie das machen. Aber bleiben wir bei der guten Teamarbeit. Es ist ein schönes Zitat aus Ihrem Wahlprogramm. Sie sagen, wir schauen nicht länger zu, auf geht's. Wir wollen das ändern, kümmern wir uns darum. Mhm. Das ist so eine hemdsärmelige Auf geht's-Botschaft. Halten Sie das durch bis Ende September? Auf jeden Fall. Vor allem, das ist ja auch ein Aufruf an Wählerinnen und Wähler, an Bürgerinnen und Bürger. Also es geht ja nicht nur um Partei, sondern es geht darum, möglichst viele zum Mitmachen zu animieren. Wir suchen ganz viele Partnerinnen und Partner in der Gesellschaft, die mit uns eine solch mutige Politik umsetzen wollen. Wir brauchen die erstmal als Unterstützer, um wieder eine starke Bundestagsfraktion zu haben. Aber danach fängt die Arbeit ja erst an. Und deswegen braucht man ganz viele Partner in der Gesellschaft, die mit auf diesem Weg gehen wollen. Frau Beer, ich lasse Sie mal was essen. Ich höre auf mit meinen Fragen. Vielen Dank. Dankeschön. UFM. Bundestagswahl.